Roboporter. Da, mitten in die Pampa. Da unten. Ja, gucken wir mal. Weg. Ach komm, mach mal was so. Das ist wesentlich einfacher. Einfach alles weghauen. Keine Munition mehr. Das ist nicht so schön. Die müssen sich überschneiden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Sonst sprechen die Roboter sie nicht ab und das wäre ein bisschen doof. Also jetzt. Hier wären sie direkt nebeneinander. Hier überschneiden sie sich. Ich stehe im Weg. Mal testen. Direkt nebeneinander. Hier überschneiden sie sich. Bam. Das heißt, die müssten jetzt verbunden sein mit denen da oben, wenn sie denn Strom hätten. Und ich habe keinen Strom, weil ich keine Kupferplatten habe. Und Kupfer kommt viel zu wenig da an. Kommt auf die Prioritätenliste, die ich gerne übersehe. Zusammen mit den ganzen alten Kabellagen und den nichts machenden Fließbändern und Splittern und was weiß ich. Es muss alles überarbeitet werden. Aber gut. Also, Kupferplatten. Wir hätten gerne davon ganz, ganz viele. Dann schließen wir den Roboter unten an, hauen da ein, zwei Construction-Roboter rein, dann passt das. Dafür brauchen wir wieder mehr Engines. Das ist okay. So, erstmal das System weiter ausbauen. Und euch mal setzen. So. So. Weg, 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 weg. Das mit dem jedes Mal beim Vorbeilaufen einen Baum wegschlagen, das habe ich nicht wirklich konsequent durchgesetzt. Ne? Du. Du. So, du bist angeschlossen. Hast aber keinen Strom? Ah ne, du lädst dich auf. Ach, die haben einen internen Energiespeicher. Ah, das ist gut. Weil die Roboter müssen sich auch immer wieder auf. Irgendwas kaputt? Oh, sehr schön. Die Meldung habe ich jetzt erst bekommen, weil das jetzt erst überwacht wird. Das war die ganze Zeit schon kaputt. Das da wird sein. Genau, die Lampe ist beschädigt. Du wirst jetzt so lange meckern, bis sie repariert ist. Ja, gut. Wo wir gerade so schön hier in der Ecke sind. Ich baue das Stromnetz mal kurz hier weiter, dass es auch nach da verbunden ist. Und dann, was mache ich dann? Dann baue ich erstmal mehr Roboter. Und zwar primär erstmal die Reparaturroboter, damit die Mauern unten sicher sind, falls wieder ein Angriff kommt. Du weg. So, System steht. Das hier bräuchte ich jetzt eigentlich alles gar nicht, deswegen sollte ich damit auch aufhören. Gut, wir gehen jetzt hoch, holen die Electric Engines, bauen mehr Flying Robot Frames, bauen damit mehr Roboter. Strom ist okay. Ich habe vergessen, das mit dem Öl zu machen. Das machen wir auch noch gleich. So viel zu tun. Und 12 Engines. Damit können wir 12 Flying Robot Frames bauen. Damit können wir 12 Roboter bauen. Goodie, goodie, goodie. So, jetzt aber Öl. Dafür müssen wir ganz runter. Piep, piep. Oh, und ich kann auch diese Dinger hier schon ein bisschen auf Vorrat herstellen. Die brauchen halt die Roboter, um Sachen reparieren zu können. So, du bekommst Fässer. Du bekommst Fässer. Und wir nehmen uns die Fässer hier mal mit. Alle mit. Gut. Bip, bip. Fässer kommen oben rein. Kriegen wir Öl. Kriegen wir die ganzen anderen Produkte aus Öl. Ist schon mal einer von den Frames fertig? Oh. Warte mal. Warum können wir davon so viele bauen? Hä? Du brauchst keine Frames? Doch, du brauchst einen Robot-Frame. Da ist irgendwas verbuggt. Es wird angezeigt, dass ich 12 Stück herstellen kann, aber ich habe nur zwei Flying Robot-Frames. Ah, weil er die jetzt erst herstellt. Okay, alles gut, alles gut. Und hier die falschen gebaut. Du aus, so. Du bekommst jetzt ein Logistikroboter. Einfach nur so provisorisch. Achso, Logistik ist auch gleich fertig. Ja, gut, dann treiben wir so eine Weile hier rum, verteilen ein bisschen random Licht.
dass wir hier was sehen können. Und jetzt kommst du hier rein, Construction Robot. Und du bekommst 14 von diesen komischen Dingern. Und jetzt kannst du dich um das nervige Piepen kümmern. Sehr gut. Und du kümmerst dich auch... Du kümmerst dich um die Türme links. Kümmerst dich nicht um die Türme rechts. Da bräuchten wir jetzt noch einen Roboport für. Dafür brauchen wir mehr Rotchips. Nicht einfach, nicht einfach. Aber ihr merkt schon, das frisst tierisch viele Ressourcen. Da unten wird auch irgendwas repariert. Okay. Also es frisst tierisch viele Ressourcen. Aber die haben wir jetzt hier hoffentlich langsam. Jetzt wo 1000 grüne Chips da einfach mal so nebenbei produziert wurden. Sehr schön. Kommen gleich mal 600 von hier rein. Und wir hätten gerne 2 Roboports. Oh, du brauchst Zahnräder? Warte, die musst du nicht herstellen, die machen wir einfach selber. Haben wir schon selber gemacht und holen wir jetzt aus der Kiste. Bitteschön. Das, die können wir abbrechen. So, Roboport, wo kommst du jetzt hin? Oh oh. Ah. Oh, die orangenen Felder müssen sich berühren. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Ah, doch, das ist... Oh, stopp, hör auf zu laufen. Das ist sogar richtig toll, weil dann können wir hier die Ausbuchtung machen. Das heißt, wir setzen das Ding jetzt hier hin. Arbeiten tun sie auch in dem gelben Bereich von dem Roboport. Aber die Roboports selber müssen halt übers Orangene verbunden sein. Nämlich so. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hinsetze, sind die Roboports alle verbunden und die Türme werden verteidigt. Okay. Und der andere kommt dann... Ja, hier oben habe ich noch keine Ahnung, wie ich das hier oben machen soll. Weil ich jetzt wahrscheinlich immer wieder so staffeln. Also links, rechts, dann habe ich die beste Abdeckung. Was aber wesentlich wichtiger wäre, ist nicht auf Fließbändern zu stehen. Und unten die Verteidigungsanlagen, also unten rechts. Da nochmal hinzugucken. Nee, nicht du, du. Also abgedeckt, abgedeckt. Da ist ein Roboter gerade zur Mauer geflogen. War da ein Angriff? Nee, ne? Nee, okay. Ja, Problem. Die sind alle nicht im Bereich. Also ich müsste jetzt hier noch einen Roboport hinstellen und da einen für die Ecke. Das ist nicht gut. Können wir das nicht irgendwie ein bisschen besser gestalten? Ja, warte, das machen wir anders. Du musst weg, tut mir leid. Die Mauern da müssen umgesetzt werden. Das ist damit einfach am einfachsten. So, das ist alles noch im gelben Bereich, also muss ich hier das... Nein, bei den doofen Tümpel. Weg, weg, weg. Weh, das haut jetzt nicht hin wegen den Tümpeln. Kipp ich da Sand rein oder was weiß ich. Auch wenn das leider nicht geht. In Vanilla. Ja. Hier ging er. Da geht's nicht. Ich habe eine viel bessere Idee. Oh, und das da oben muss auch mal drin sein. Ja, ich habe eine viel, viel bessere Idee. Wir machen das hier einfach weg. So, hauen das so hin, dass die Wände links mit drin sind. Und wir reißen unten alles ab. Und wir machen hier dicht. Dazwischen. Das ist nämlich viel einfacher zu verteidigen als diesen ganzen Ring da außen. Den brauchen wir gar nicht. Obwohl der gedacht war für Züge. Ja, ich glaube schon. Okay, wir setzen das Ding jetzt hier hin. So, und bauen dann das Stückchen Mauer da um. Dass es hier mit drin ist. Also die werden alle nach einer hinten versetzt. Und dann geht das auf, ja.
oder? Nee, muss bis hier hinten versetzt werden. Die haben jetzt also... Genau, es wird alles jetzt kurzfristig mal abgebaut. Kein Grund zur Panik. Gleich wieder da. Keine Gun-Turrets, Laser-Turrets. Da, da, da. Mauer? Du bist eine Steam-Engine, du bist keine Mauer. Da ist die Mauer. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Aber das müsste jetzt definitiv im Roboport mit drin sein. Ja, ist es. Okay. Ist das hier alles weg? Die Mauer kann theoretisch stehen bleiben. Das schadet ja nicht. Haben die Beiter ein bisschen was zu tun, bis sie bei uns ankommen. Schadet eigentlich alles nichts hier. Hauptsache hier oben ist alles so, wie es sein soll. Oh, das muss ja sogar da bleiben. Ja, nur die östliche Wand musste versetzt werden. Das hier unten bleibt alles genau so, wie es ist. So, also Abdeckung. Der da kommt weg. Das hier ist unsere untere rechte Ecke der Verteidigungsanlage. So. Mauer. Da. So, du bist die untere rechte Verteidigungsanlage. Das heißt, hier kommen die ganzen komisch gebauten Türme wieder hin. Das waren keine Lasertürme? Oh, feier. Wir brauchen unbedingt da Lasertürme. Mauer. Miep, miep. So. Abdeckung. Ist mit drin, ist mit drin, ist alles gut. Ist natürlich jetzt doof, dass wir hier das Stück mitverteidigen, aber naja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Da Laserturm, da Laserturm, da Laserturm. Da. Gut. Also, Roboport muss auch noch angeschlossen werden an das Stromnetz. Das Stromnetz hier ist für die Katz und wir haben keinen Kupfer mehr. Weg, weg. Alles weg. So, das ist im Muster, richtig? Ja. Du weg. Oh, was für ein Hackmeck. Also mit den Strommasten, das könnten sie ruhig so machen, dass man von vornherein Zugriff auf die großen hat. Damit man besser planen kann, seine Basis. Das ist ja echt nicht feierlich, wie das hier aussieht. So, da. Weg. Da. So, du bist angeschlossen. Du kriegst jetzt... Kein Logistikroboter, du kriegst jetzt einen von den anderen. Da, Construction Robot. Okay, also. Du reparierst alles da unten, wir brauchen unbedingt mehr Mauern. Und mehr Türme. Mehr Mauern und mehr Türme. Oh oh. Oh oh. Die Verteidigungsanlage hier ist weiter vorne als da. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir können dich einfach ein bisschen weiter umsetzen. Es war so, dass die Mauer da noch mit drin ist. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Du weg. So, so. Und weg, okay. Also so. Dann ist die Mauer links mit drin. Die Mauer unten ist mit drin. Die Mauer rechts, die neue, ist mit drin. Warte. Ich glaube, sie ist ein Feld nicht mit drin. Wegen diesem doofen See. Gib mir eine von den Mauerstücken hier. Da ist gerade irgendein Zwischenfall, das ist nicht schlimm. Stonebrick, bau mehr Mauern. Mauer da. So, wenn ich das jetzt hier hinsetze, so ist das geplant. Lasertürme, Abstand, Mauer. Kommt das Ding da an? Nein. Das Ding muss ein Feld weiter nach rechts.
Es kann nicht ein Feld weiter nach rechts. Also müssen wir es runtersetzen. Und hier hin. Das heißt, es hat unten ein bisschen Überhang, aber ist jetzt auch egal. So, da müsste der nächste hin. Da, wo das Wasser ist. Mal wieder. Habe ich erwähnt, dass ich Wasser in diesem Spiel echt nicht mag? Das heißt, wir setzen dich einfach mal so hin. Hier in die Ecke. Und ja, du brauchst auch Strom. Ist okay. Weg mit dir. So, so. Du willst nicht ins System passen. Das ist ein Problem. Du, weg da. Du musst ins System passen. Nee, muss weiter nach da. So sieht gut aus. Ja. Okay, also die sind alle verbunden. Die Mauer links ist drin. Die Türme rechts sind dank dem mit drin. Haben wir irgendwo eine Lücke? Hier, ja, nicht so wirklich. Nee, das Wasser. Nee, gut. Also, das hätten wir jetzt geschafft. Was ist das da? 4 Objects are missing repair packs. Okay. Das heißt, die Türme, also die Roboports, wo Logistik und Reparierroboter sind, die brauchen natürlich auch Reparierpacks, um das Ganze zu wuppen. Das heißt, wir hauen jetzt überall einen Roboter rein und Repair Packs. Ein Roboter. Repair Packs. Und wir brauchen mehr Repair Packs und wir brauchen mehr Roboter. Also wenn wir später richtig stark belagert werden und durchgehend weiterkommen und irgendwo reinknabbern, dann können wir theoretisch gegen reparieren mit den Robotern. Solange wir halt durchgehende Produktion haben von diesen Repair Packs, was wir wahrscheinlich auch automatisieren müssen. So, Steine, mach Mauern. Okay, dich können wir mal zerlegen. Hier ein bisschen was weghauen. Und währenddessen überlege ich schon, was ich jetzt in der nächsten Folge mache. Also Roboter trudeln langsam ein. Die hellblauen Packs sollten wir immer weiter schön füttern. Das sollte ich jetzt auch schon mal anfangen. Denn das Military 3 müssen wir endlich erforschen, damit wir die wichtigen Kisten erforschen können, um die es eigentlich geht. Für die Roboter, für Logistikroboter. Ja, und blaue Tränke haben wir noch nichts gemacht. Wir haben nicht mal die Fabriken aufgestellt. Gut, das ist definitiv Priorität für die nächsten Folgen. Das Ding hier automatisieren. Und auch gleich anbinden unten an die Forschungslabore. Und ausleuchten. Eins, zwei, da. Blaue Tränke. Blaue Tränke wird kompliziert. Wir brauchen nämlich Smart Inserter, Steel Plate, Advanced Circuit und Battery. Das heißt, wir brauchen 4 Sachen, die Input haben, also die in Input kommen. Das heißt, das innere Laufband ist komplett voll mit Input. Das äußere Fließband ist komplett voll mit Input. Wo kommt der Output hin? Also die hellblauen Tränke. Ja, das wird interessant. Und dann müssen wir das Ganze noch hier nach unten schaffen. Hier durch das Gewusel durch und dann auf dieses äußere Fließband. Ja. Oh, was aber positiv zu vermerken ist, Kupferdraht ist jetzt durchgehend vorhanden bei den Chips. Wir haben nicht mehr so wirklich ein Chip-Problem. Also was wir jetzt hier einen Mangel haben, ist Eisenplatten. Und das dürften wir recht schnell beheben können, indem wir einfach unten alle Eisenplatten rausfriemeln. Flop. Oh, und das Öl habe ich vergessen abzuliefern. Aber ja. Also, nächste Folge. Rote Engines, hellblaue Tränke. Und den Rest habe ich schon wieder vergessen. Hier liefern wir nicht unser Öl ab. Hier liefern wir unser Öl ab. Ja, also. Rote Engines, hellblaue Tränke, Mauern, Lasertürme. Und die Anbindung von den hellblauen Tränken. Eventuell noch die Anbindung von Eisenplatten direkt zu den Chips.
Aber das auch nur, wenn ich schwach werde und nicht den Robotern vertraue. Oh, apropos Roboter, wir sollten erstmal nebenbei Hellblautränke produzieren, manuell. Und wir sollten immer wieder die da herstellen und verteilen. Ja, gut. Also dann, bis gleich.